Gestern hatte ich Angst, dass ich schon den ganzen Kalender vorproduzieren muss. Heute weiß ich, nope. Muss ich nicht, ja, weil so ein bisschen Zeit kann ich mir dann doch noch lassen. Aber die 21, die müssen wir heute nochmal öffnen. Und wir sehen, guck mal drauf, so langsam lichtet sich das Feld, Freunde. So langsam geht das Ganze hier zu Ende. Ach Mann, es war eine schöne Sache, oder? Ist es schon zu früh zu rekapitulieren? Oh, wohin genau? Wohin genau sind sehr ruhig, aber wenn ihr schwarzer Schwanz angegriffen wird, schlagen sie erbarmungslos zurück. Sie leben in Höhlen, wo sie den Einbruch der Nacht erwarten. Wir bekommen nochmal Felinara Gardevoir, so wie gestern, Kräfte im Einklang. So, Dames, Kräfte im Einklang. Felinara Gardevoir, bringt uns Glück, ihr Feen. Ach, Leute, ey. Aber ich glaube, es ist schon noch zu früh, da ein Recap oder so zu sagen. Aber generell war die Resonanz ja gar nicht so schlecht vom Adventskalender. Ihr habt mir viele geschrieben so, ja, ist voll geil, morgens immer erstmal schön mit dem Pack-Opening aufstehen. Mir hat das auch sehr gefallen. Ich muss sagen, ich habe das auch immer so schön in meinen Tagesablauf implementiert, immer schön morgens erstmal ein Pack aufmachen. Und hier sehen wir Major Bobs Strategie. Wie ich erfahren habe, der einzige Gen 1 Trainer, der oder Arena-Leiter, der keine Full-Art-Karte hat. Samson Eich, Bulgon 2, Fukano, Nebulak, Togepi. Oh, geil. Das sieht aus wie ein Screenshot aus dem Anime. Pikachu, Kramurks, Ganoville. Ah, das war schon die Reverse. Oh, ich hab verkackt. Ach, das siehst du bei den Undichtdingern nicht. Schade, ein Arbok. Sieht cool aus. Ist aber auch wieder nicht das, was wir wollen. Und die Road to GX, die sich mittlerweile jetzt schon über fast 20 Tage zieht. Wir haben im zweiten Pack haben wir die GX gehabt, ne? Ah, also wenn wir morgen keine haben, haben wir eine 20-tägige Durststrecke. Ah, Leute. Ah, das ist natürlich super bad. Das ist natürlich super bad. Alter, dieser Kartenstapel, ne? Dieser Kartenstapel. Guckt euch an, was wir hier an Karten gezogen haben. Donnerwetter. Man sieht hier so ein bisschen die Kräfte im Einklang. Karten sind die gleichmäßigsten. Seht ihr das? Die letzten beiden passen hier perfekt rein. Der Rest ist irgendwie so ein bisschen, ja, hier mal verfärbt, da mal verfärbt. Ich weiß nicht, ob man hier die verschiedenen Editionen dann raussehen kann. Das sieht so danach aus, als wenn hier immer mal so die Helden sind Kräfte im Einklang, als wenn hier immer mal so welche zwischen sind. Seht ihr das? I don't know, Leute. I don't know. Auf jeden Fall war es das heute wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.